erstes habt ihr die schöne Aufgabe, euch zu überlegen, wie ihr die Bretter anordnen wollt, die später mal die Tischplatte geben. Einfach da so sortieren, wie ihr sie gerne möchtet. Gerade hier, wir haben ein paar Löcher, die wollten wir ein bisschen verteilen. Und dann alle Bretter umdrehen, weil wir natürlich auf der Rückseite arbeiten von der Tischplatte und nicht auf der Vorderseite. Dann haben wir uns Bretter zugeschnitten, im Endeffekt ja so Verbindungsbretter, alle auf die gleiche Länge, also zugesägt, muss man sagen, nicht geschnitten. Und die haben wir dann 50 cm vom Rand hingelegt, auch da jetzt geschaut, auch mit der Wasserwaage, dass das alles wirklich gerade ist. Und eben, die müssen lang genug sein, dass man sie an allen Brettern festschrauben kann, weil die sind die Verbindung von allen Brettern zueinander. Und da muss natürlich jedes Brett auch irgendwie dann befestigt werden. Das ist jetzt eine große Schraubarbeit. Wir haben an jedem Brett mit 3 Schrauben alles festgeschraubt. Aber jetzt lieber einmal mehr schrauben, als dass der Tisch da nichts aushält. Ich brauche auch manchmal irgendwie den Tisch zum Draufstehen oder sowas. Also der musste wirklich, der muss was aushalten bei mir, der Tisch. Beziehungsweise, und der ist ja sehr groß auch. Deswegen haben wir hier viel, viel, viel geschraubt. Man sieht die Schrauben ja dann von oben nicht, weil man sie, weil sie nur von unten geschraubt wurden. So, dann kommt die Hobelarbeit. Ein Hobel ist im Endeffekt dafür da, dass man große Unregelmäßigkeiten im Holz ausgleicht. Und deswegen haben wir erstmal unten komplett alles abgehobelt. Ja, weil wir wollen ja auch nicht, wenn man jetzt an den Tisch dann sitzt, dass man dann irgendwie im Bein da irgendwie Splitter hat oder so. Und dann komplett von oben und auch nochmal an den Seiten haben wir alles abgehobelt. Und der Hobel, der macht wirklich die Unterschiede, die man jetzt hat, auch in den Höhen von den Brettern und so, die gleicht der ganz gut aus und macht wirklich eine plane Oberfläche im Endeffekt, die man dann, die man dann einfach genießen kann. Es kommt eine Menge Zeug daraus, das ist echt unglaublich, das seht ihr auch hier, was da alles an Staub, an Holzstaub entsteht, riecht so schön. Genau. Und wenn man jetzt alles abgehobelt hat, geht man hin mit dem Bandschleifer und schleift komplett nochmal alles ab. Am besten nochmal mit einem etwas gröberen Schleifpapier und dann mit einem etwas feineren, dass man wirklich, wirklich keine Gefahr hat, da sich Splitter oder so Sachen zu holen oder Sprießen. Das ist ja dann ärgerlich. Also da muss man dann einfach da durch und wirklich komplett alles abschleifen. Ja. Das habe ich gemacht. Das habe ich mir auch ein bisschen aufgeteilt, weil das dann sehr viel Schleifarbeit ist. Irgendwann ruckelt alles an einem. Da kann man ja dann einfach mal einen Tag ein bisschen, am nächsten Tag ein bisschen und so. Da hat man ja dann Zeit. Als nächstes beizen wir die Tischplatte und zwar mit einem Gemisch aus Essig und aus Stahlwolle. Und ihr könnt es jetzt hier im Video super sehen, deswegen wollte ich das unbedingt auch im Video machen, wie sich das Holz verändert durch diese Beize, die ich diese selber gemachte. Ich habe die ungefähr einen Tag stehen lassen, ja. Es ist aber so, das ist auch je nach Essig, ob man einen dunklen oder einen hellen Essig benutzt, ja, wird es auch anders. Deswegen müsst ihr genügend Beize für die gesamte Tischplatte unbedingt ansetzen, weil ihr könnt dann den Ton nachher nicht mehr treffen. Also das muss wirklich reichen für oben und für unten für die Platte, dass dann der Ton einfach stimmt. Und hier seht ihr jetzt, wie das nachdunkelt. Krass, oder? Sieht dann schön wie verwittertes Holz aus, ja. Und während das Ganze jetzt trocknet, können wir jetzt noch das Gestell für den Tisch bauen. Und da haben wir uns Balken zusägen lassen beim Schreiner, dass die wirklich alle exakt sind für die Tischbeine. Und dann haben wir jetzt Querzagenbretter zugesägt auf die Breite und auf die Länge von dem Tisch. Unser Tisch ist über 2,50 Meter, weil wir wollten einen großen Esstisch. Und ich finde eben, die kann man sich ja nicht leisten, wenn man sie kauft, diese Riesentische. Und eben mit selber gebaut ist man bei den Materialkosten um die 100 Euro. Also das ist das ist ja echt okay. Genau, und hier mit 4 Schrauben alles anschrauben. Das komplette Gestell wird jetzt gebaut, wo man die Tischplatte dann einfach nur reinlegt. Ja. Jetzt ist es ja so, eine Tischplatte, die muss ja einiges aushalten an Fettflecken und auch an Wasser.
Flecken und ihr kennt es sicher, dass es dann so Ränder gibt, wenn man ein nasses Glas abstellt oder so. Und da habe ich dann mal recherchiert, was man machen muss, um die Oberfläche wirklich gut hinzubekommen. Und Möbelwachs war dann das, wofür ich mich entschieden habe. Und zwar hat Painting the Past ganz tolle Möbelwachse. Durchsichtige und farbige, ja, und weiße kann man auch machen. Also ich habe, weil es ein bisschen dunkel war, habe ich dann auch so einen leicht perlmuttigen genommen. Und den tut man jetzt richtig da reinarbeiten. Das kann man mit einer Bürste machen, das kann man auch mit einem Lappen machen, wie hier zu sehen. Und dann lässt man das ein bisschen einwirken und tut die Überreste mit einem alten T-Shirt dann nochmal entfernen. Und dann hat man die perfekte Oberfläche. Ja, und hier seht ihr jetzt meinen Tisch, krass, oder?